Hallo, wir sind Marc Hillesheim und Tobias Friedrich und wir sind beide Ambassadors für Scuba Pro und für SeaLife Kameras. Und wir sind heute nicht in La Jolla in Kalifornien, sondern am Fühlinger Badesee. Wir sind hier im Rahmen unserer Scuba Pro Dive Local Germany Tour durch Deutschland und haben hier etwas mitgebracht, nämlich das Sportdiver-Gehäuse von SeaLife Kameras für Smartphones. Und das stellen wir euch jetzt etwas genauer vor. SeaLife hat Ende 2020 das Sportdiver-Gehäuse auf den Markt gebracht, welches für fast alle Android-Telefone und alle iPhones ab der Version 7 passt, inklusive der Max-Modelle. Eine vollständige Liste aller kompatiblen Smartphones und der physikalischen Abmessungen findet ihr unter sealifecameras.com. Über den Google Play Store oder den Apple App Store lädt man sich einfach die Sportdiver-App herunter, die sich dann per Bluetooth mit dem Gehäuse verbindet. Dann können auch die Bedienknöpfe genutzt werden, die sich auch mit Tauchhandschuhen gut drücken lassen. Das Gehäuse ist bis zu 40 Metern Tiefe wasserdicht und hat einen großen Auslöseknopf auf der Vorderseite, mit dem sich ein Foto aufnehmen oder ein Video starten oder stoppen lässt. Durch eine einfache Rotation kann man den Verschluss des Gehäuses, den Cam Lock, mit einem deutlich hörbaren Klick schließen. Damit ist das Gehäuse wirklich dicht und öffnet sich nicht aus Versehen unter Wasser. Auch das Öffnen ist durch den Cam Lock sehr einfach und man kommt sofort an das Smartphone heran. Das Gehäuse und der Vakuum-Checkport sollten nur im trockenen Zustand und mit trockenen Händen geöffnet werden. Das Sportdiver-Gehäuse sollte nach jedem Tauchgang kurz abgewaschen und der O-Ring stets sauber gehalten werden. Das Gehäuse ist sehr ergonomisch und liegt gut in der Hand. Auch unter Wasser hat es je nach verwendetem Smartphone weder Auf- noch Abtrieb. Mit der Sportdiver-App kann man zwischen dem Foto- und Videomodus wechseln, die Einstellungen bearbeiten und sich die Aufnahmen im Nachhinein anschauen. Dazu ist die Rückseite des Gehäuses ideal, wo man den kompletten Bildschirm des Smartphones sehen kann und beurteilen kann, ob man den tollen Moment unter Wasser auch eingefangen hat. Man kann komplett im Automatikmodus fotografieren oder filmen und damit schon tolle Aufnahmen machen. Sogar das RAW- und JPEG-Format sowie die Auflösung der Videos lassen sich unter Wasser ein- und verstellen. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, je nach Smartphone zwischen den verschiedenen Linsen und Objektiven umzuschalten. So kann man zum Beispiel entweder im Weitwinkel- oder Telemodus fotografieren sowie Makrobilder aufnehmen und einen unscharfen Hintergrund im Bild haben. Die Sportdiver-App nutzt die native Kameratechnologie des Telefons, was zu qualitativ hochwertigen Fotos und Videos führt, wie man sie von dem jeweiligen Smartphone erwarten kann. Die App bietet auch einen Energiesparmodus, der die Kamera des Telefons vorübergehend ausschaltet und das Display dimmt, um den Akku zu schonen. Mit dem Drücken einer beliebigen Taste springt die App sofort wieder in den Bereitschaftsmodus. Das Smartphone wird durch eine robuste Feder an seinem Platz gehalten. Das Gehäuse verfügt über zwei Leckwarner, einen internen Feuchtigkeitssensor und einen Gehäusedruckalarm, der mit einem Bildschirm und einer akustischen Warnung warnt, falls die wasserdichte Abdeckung beeinträchtigt wird. Die Dichtigkeit des Gehäuses wird mit einem kleinen Vakuum getestet, welches mit der mitgelieferten Pumpe erzeugt werden kann. Die App prüft den Druck automatisch für 3,5 Minuten und gibt nach erfolgreichem Abschluss das Fenster wieder frei. Nach dem Tauchgang kann das Vakuum einfach mit einem seitlichen Druck im Inneren der Buchse abgelassen werden. Unbedingt muss der Verschluss beim Tauchgang auf der Buchse sein, sonst kann Wasser in das Gehäuse gelangen. Farbkorrektur ist ein wichtiges Thema bei Unterwasseraufnahmen. Daher hat das Sportdiver-Gehäuse einen externen Rotfilter, der unter Wasser an- und abmontiert werden kann. Für beste Ergebnisse bei Motiven, an die man nah herankommt, kann man eine oder zwei Lampen wie die Sea Dragon 3000 anbringen, mit denen die Farben viel besser hervorgehoben werden können.
Auf der Unterseite des Gehäuses befinden sich drei Befestigungspunkte für ein Schienensystem, wie zum Beispiel der Flex Connect Dual Tray. Dort kann man mit nur einem Klick einen Flex Connect Grip oder Arm anbringen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich zwei Batterien, mit denen bis zu 50 Stunden unter Wasser aufgenommen werden kann. Zusätzlich gibt es noch eine Moisture Muncher Kapsel direkt daneben, die das Beschlagen des Gehäuses verhindert. Da es keine Änderung in der Hardware oder Elektronik gibt, kann jedes Sportdiver-Gehäuse mit der iOS oder mit der Android-App verbunden werden. Das Beste an dem Gehäuse ist wirklich, dass die Bilder und Videos direkt auf dem Handy gespeichert werden und somit sofort auf Social Media geteilt werden können oder an Verwandte oder Freunde geschickt werden können. Wir wünschen euch viel Spaß damit und sind gespannt auf eure Aufnahmen.